So. Mic-Test 1, 2, 3. Hört man mich? Also. Servus und herzlich willkommen. Ich bin wieder live. Dachte zwar, ich gehe Anfang der Woche on, bin aber jetzt erst on. Sorry dafür. Ja, ich hoffe, euch geht es allen gut und ihr kommt gut durch die Zeit. Und ja, ich habe mir gedacht, ich nehme euch heute mal live mit. Weil ich hier so ein Tutorial aufzeichne, dachte ich mir, machen direkt einen Stream draus und ich zeige euch mal unser neuestes Zusatzprogramm für den Microsoft Flight Simulator, nämlich den AirHauler 2. Und das switchen wir jetzt direkt mal rüber. Go. So. Das ist die AirHauler 2 Oberfläche, die eventuell bei euch ein bisschen anders ausschaut, wenn ihr das Programm das allererste Mal startet. Ich komme gleich dazu, was das Programm an sich kann und umreiß erstmal grob, was du so machen kannst mit dem Programm. Ich gehe gar nicht zu tief jetzt in die Einstellungen und Settings rein. Das kann man sich auch relativ schnell in 2, 3 Abenden selber erarbeiten. Aber einen groben Überblick, werde ich euch jetzt in den ersten paar Minuten verschaffen, für wen das Programm ist, was es kostet und was es kann. Und danach werden wir gemeinsam noch einen nicht allzu langen Flug von den Pyrenäen nach Barcelona fliegen. Ich hatte mir gestern noch den Airport im Marktplatz gegönnt und ja, den schauen wir uns gemeinsam an. Genau, also was ist AirHauler 2? AirHauler 2 ist im Prinzip, wenn man so will, eine Art Wirtschaftssimulation, die im Hintergrund als eigenständiges Programm läuft und dem Flight Simulator so ein bisschen diese eher Cargo- oder Passagierflotten Wirtschaftshintergrund verpasst, um quasi ja, eine Art Wirtschaftssimulation wie so ein Tycoon-Game zu haben. Man kann mit einer Cessna rumgurken von kleinen Mini-Plätzen. Da gibt es Aufgaben. Es gibt aber auch Aufgaben an Riesen-Airports, die man mit Jets dann abfliegt, je nachdem, was es für ein Umfang ist. Und Sinn der Sache ist es einfach, Geld zu verdienen und sich eine Flotte aufzubauen. Ihr könnt da Schwierigkeitsgrad von super easy. Sprich, ihr startet mit einem A320, viel Reputation und viel Geld, bis hin zu Nomad, was quasi so die Ultra-Schwierigkeit ist, wo du wirklich von Flugplatz zu Flugplatz fliegst und immer nur dort die Missionen annimmst. Dementsprechend schauen wir uns heute mal an, wie das Ganze ausschaut, wenn ihr jetzt eure Firma startet, würdet ihr am Anfang so ein Screen kriegen, wo ihr eben den Schwierigkeitsgrad auswählt. Ich habe jetzt eben mal mit einem A320 auf Easy gestartet, einfach um nur möglichst schnell viel Überblick über das Programm zu bekommen. Man kann auch zwei Companies gleichzeitig spielen, also nebeneinander. Sprich, am Anfang, wenn du startest, lädt man je nachdem, was man will, zum Beispiel die Easy Company mit einem Airbus und die super schwere, wo man sich mit einer Cessna quasi hocharbeitet. Das kann man auch parallel machen, kein Problem. Ja, wir haben hier oben, wenn ihr guckt, diverse Schaltflächen, die hier auch im MSFS-Style nachempfunden sind, die mich durch das Programm führen. Angefangen Cargo Operations, OPS steht für Operations, wir haben Passenger Operations, Missionen, Company Info, VA, also virtuelle Airline Operations, Constructions, Market Management und die Optionen. Prinzipiell klicke ich immer auf Cargo Jobs, das kommt dem Schaltfläche hier gleich. Wenn man da draufklickt, kommt man in dieses Fenster. Ich werde jetzt ein bisschen schneller durchgehen. Wir können das gerne nochmal wiederholen oder tiefer bearbeiten oder ihr stellt einfach Fragen in den Kommentaren, wenn ihr spezielle Punkte habt. Das ist die Map.
Ich kann hier rein rauszoomen, logischerweise. Ihr seht hier auch schon ein paar Infos angezeigt. Ich blende die mal komplett aus. Das Einzige, was ich jetzt sehe, ist meine Base. Die muss man am Anfang auch wählen. Ihr könnt einen Airport wählen, das eure Base ist. Ja, von dieser Base aus, wenn ich jetzt hier oben mal die Missionen einblenden lasse zum Beispiel, oder die Jobs, sagen wir mal die Jobs, seht ihr schon, hier gibt es diverse Sachen zu fliegen. Von München oder nach München. Es gibt verschiedene Jobs. Könnt ihr jetzt einfach hier München anklicken. Aktuell ist der Flughafen Brindisi in Italien aktiviert. Das liegt daran, weil mein Pilot, also meine Figur, ich selber quasi hier bin. Ich habe aber auch schon zwei AI-Piloten eingestellt. Die sind in meiner Maschine gerade woanders. Aber ich kann natürlich jeden Airport anklicken. Ich klicke meine Base an. EDDM für München und sehe jetzt hier links eine große Liste an Cargo-Jobs, die ich mir entsprechend sortieren kann, ob ich jetzt out oder in, also von München weg oder nach München hinfliege. Ich sehe natürlich den entsprechenden Ziel- oder Stadtflughafen, ich sehe die Distanz, auch ganz wichtig, und ich sehe die Quantity an Cargo. Natürlich kann nicht jedes Flugzeug jede Menge beliebig weit fliegen, ist auch klar. Da kommt es natürlich darauf an, mit was ihr startet. Man kann die Jobs übrigens anpassen. Wenn ihr mit einer kleinen Cessna startet, kann man die Cargo-Größe quasi der Jobs anpassen und somit werden entsprechend richtige Größen für euch generiert und ihr müsst nicht riesige Aufträge mit 18 kleinen Flügen mit einer Cessna abstottern sozusagen. Ja. Ihr seht, es sind schon ein paar Grün, die hatte ich schon gewählt, dementsprechend, wenn ich jetzt mich entscheiden würde, ich habe, achso, hier 4 übrigens, seht ihr noch das Geld, was man für den Job bekommt, und ihr seht hier drüben, bis wann der Job erledigt werden muss. Ja, wenn ich jetzt hier so einen Job auswähle und sage, den möchte ich fliegen, kann man hier unten auf Accept Job. Ihr seht hier auch nochmal ein detailliertes Fenster, was der Airport zum Beispiel für Landebahnen zu bieten hat. Kann ich da überhaupt landen oder ist mir das zu klein? Ja, dann akzeptiert ihr den Job und dementsprechend ist das Ganze grün. Was ihr auch noch machen könnt, wäre das gleiche auf PAX. Jetzt kriegen wir hier die Meldung, dass mein Flugzeug nicht auf einer PAX Konfiguration läuft, also sprich nicht für Passagiere. Luxa, hi, servus, grüß dich. Mein Flugzeug ist gar nicht für Passagiere konfiguriert. Man kann das Flugzeug umkonfigurieren von Cargo zu Passenger oder Passenger zu Cargo. Das ist am Anfang relativ wichtig oder kann man sich halt für einen Weg entscheiden. Wenn man dann später mal mehrere Flugzeuge hat, hat man sowohl als auch. Bei PAX kann ich natürlich selber Routen erstellen und fliegen heute Cargo, deswegen gehe ich da jetzt nicht so tief ein, aber du kannst auch Ticketpreise dann entsprechend ja, selber festlegen und gucken, wie viele Leute dann da auf dein Angebot mit eingehen und mitfliegen eben. Man kann die Routen dann auch automatisieren und zum Beispiel diesen angestellten Piloten fliegen lassen, während man selber gar nicht online ist. In dem Fall bleiben wir aber jetzt bei Cargo. Wenn ich hier oben mal draufklicke und ich habe diesen Job accepted, findet ihr den hier unter Accepted Jobs. Wenn ich den jetzt anklicke, seht ihr, hier sind meine akzeptierten Jobs und dementsprechend wird auch die Karte jetzt schon kleiner. Hier sieht man jetzt nur noch das, was angenommen worden ist, und aktuell seht ihr auch, wenn ich hier hinzoome, dann haben wir hier unseren Airbus stehen und unsere zwei Piloten. Ja, soweit mal die Mechanik hier. Ihr könnt eigentlich immer mit diesen Schaltflächen hin und her hüpfen zwischen der Gesamtmap, Jobs euch aussuchen, hier unten annehmen. Seht ihr dann hier bei Accepted Jobs. Das gleiche, wie gesagt, bei Passagieren könnt ihr genauso machen. Ich weiß gar nicht, warum hier nicht 100% gerade dran ist. Habe ich nicht alles geliefert? Mal habe ich alles geliefert. Naja, genau. Und bei Missionen können wir das Ganze auch nochmal uns anschauen. Wenn wir hier auf Available klicken,
Hier wieder raus. Seht ihr schon, haben wir eine neue Karte mit Missionen. Da gibt es diverse Arten von Missionen. Es gibt logischerweise Kuriermissionen, also sprich Fliege Ware A von B, so ein bisschen ähnlich wie Cargo. Es sind halt immer ein bisschen speziellere Aufgaben. Man hat auch oft ein sehr oder etwas strengeres Zeitlimit. Die Auszahlungen sind allerdings gar nicht so extrem. Also teilweise, wenn ihr Cargo-Missionen fliegt, ja, kriegt man teilweise sogar ein bisschen mehr Money zusammen. Allerdings hat man hier halt einfach andere Ziele. Man fliegt nicht unbedingt die Standardrouten. Man kommt zum Beispiel hier jetzt deutlich mehr in den Osten. Und kann natürlich dann auch, wenn ich jetzt eine Mission hier rüber, was weiß ich, zum Beispiel ja, nach Indien sogar fliege, kann ich natürlich hier wieder an einem neuen Airport neue Missionen annehmen, beziehungsweise nicht Missionen, sondern eben Cargo-Flüge, sodass man eigentlich so eine Art Rundtour irgendwie immer ständig fliegt. Es gibt natürlich auch Airports, wo ihr zum Beispiel von München, ich sage jetzt beispielhaft, was nach Sizilien oder so fliegt, dann merkt ihr, an dem Airport gibt es quasi nur diese Lieferung hin, aber nichts mehr von dort weg. Dann seid ihr so ein bisschen in der Sackgasse gelandet. Dann gibt es noch eine neue Mechanik, die zeige ich euch jetzt. Sagen wir, wie jetzt in unserem Beispiel, in unserem Flug später. Wir sind in, ich gehe hier nochmal rüber zu Cargo. Wir sind hier in Pau LFBP in den Pyrenäen. Hier werden wir später auch gleich starten. Und wir sagen, zum Beispiel will ich jetzt nach Barcelona. Der Job hier geht zwar nicht von Barcelona hier hoch, sondern er geht von hier oben nach Barcelona, aber rein beispielhaft könnte man oder muss man teilweise von einem Airport, an dem man gerade ist, einfach eine Art Transfer machen zu einem anderen Airport, der dann wieder mehr Möglichkeiten bietet. Man kann immer, das sage ich euch jetzt, weil es gerade dazu passt, man kann natürlich immer auf Passenger-Modus gehen und Fly ad hoc anklicken. Wenn deine Maschine als Passagierflugzeug konfiguriert ist, kannst du dann durch diesen ad hoc Flug, es geht jetzt gerade nicht, weil ich keine Passagiermaschine habe, aber im Prinzip könntest du dann sagen, ich fliege von hier, egal wohin. Ja, du kannst den Start- und Zielflughafen selber bestimmen, um dann einfach, sage ich mal, mit einer Aufgabe wegzukommen. Wenn man allerdings im Cargo-Modus ist, ist man da auf was anderes angewiesen und das zeige ich euch jetzt. Wir fliegen heute von hier nach hier. Und wenn wir jetzt diesen Airport auswählen, einfach einmal draufklicken, ihr seht ihn dann hier oben. Es sind hier rechts, kann das leider nicht weiter nach rechts ziehen, aber ihr seht es hier am linken Bildschirmrand. Seht ihr nämlich auch nochmal alle einzelnen Registerkarten an diesem Airport. Hier seht ihr Missionen. Pax Routes, also Passagierrouten haben wir gerade nicht. Cargo Jobs, seht ihr, gibt es nur den, den wir schon geflogen haben. Aber es gibt die Commodity Stocks. Oder anders gesagt, der Handelsmarkt, der Marktplatz. Fast jedem Airport, nicht an jedem, aber an vielen. Oder zumindest die, wo ihr hier Punkte seht, kann man Ware einkaufen. Ja, wenn ich einen Cargo-Job fliege und mein Flugzeug nur zu 50% gefüllt ist mit Cargo, habe ich ja immer noch 50% Platz, mit dem ich effektiv theoretisch Geld verdienen könnte. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Hier ist unser Flughafen, Pau. Das ist leider nicht ganz so schön rausgearbeitet. Es wäre cool, wenn der gerade angeklickt ist, so ein bisschen schöner zu sehen ist. Ihr müsst euch das immer so ein bisschen auf der Karte mit einem Auge merken. Hier links seht ihr, wenn ihr diese kleine Schaltfläche hier anklickt, seht ihr die Produkte. Das sind mehr oder weniger immer dieselben. Es gibt ein paar Flughäfen, wo es ein paar Sachen nicht gibt. Es gibt ein paar, wo es eben mehr gibt. Da muss man gucken. In unserem einfachen Beispiel klicken wir jetzt einfach mal hier die Produkte durch. Und wenn ihr mal einmal hier drauf schaut und hier in Barcelona guckt, ändern sich teilweise natürlich die Farben der Punkte. Da komme ich gleich drauf. Und die Beträge. So. Machen wir mal ein Beispiel, und zwar Compact Discs kann ich, warum auch immer, in Pau für 84 Euro kaufen. Ihr seht hier hinten noch den Current Stock, also wie viel ist verfügbar an Lager. Und ihr seht in Barcelona einen grünen Kreis mit 103 Euro plus 19 in Klammern. Was für euch bedeutet, kauft ihr hier in Pau für
für 84 Euro die Discs, könnt ihr sie später in Barcelona für 103 Euro verkaufen. Sprich, seid ihr noch halb ausgelastet, könnt ihr jeweils an dem Airport noch Ware zukaufen, die ihr woanders verkaufen könnt. Dementsprechend nochmal mehr Geld macht. 19 Euro mehr ist jetzt so ganz okay. Es gibt zum Beispiel von München nach Genf kann man DVD-Player liefern, der kosten anscheinend in der Schweiz die DVD-Player 100 Euro mehr. Wenn ihr dann natürlich könnt ihr einen reinen Warenlieferungsflug machen und auch so jederzeit Geld verdienen, wenn gerade mal keine Cargo-Mission an eurem Airport verfügbar ist. Jetzt schauen wir mal durch. Ich glaube, dass das Produkt, mit dem wir am meisten verdienen können, tatsächlich die Compact Discs sind. Ich klicke hier meistens so durch. Ich glaube, man kann sogar die Pfeiltasten verwenden. Genau. Rot bedeutet dementsprechend natürlich im Gegenteil, ihr würdet diese machen. Ja, also wir nehmen jetzt mal die Compact Discs. Ich bin jetzt auch leer. Es gibt gerade keinen Auftrag nach Barcelona. Seht schon hier unten, ihr könnt Buy und Sell klicken. In dem Fall können wir natürlich nur einkaufen, also Buy, weil wir haben nichts. Seht ihr auch hier rechts den Stock. Hier auf Buy. Um was geht's? Es geht um die Compact Discs. Ich nehme hier unten, ganz wichtig, wenn ihr jetzt nicht an einem fremden Flughafen mit eurem Flugzeug seid, sondern zum Beispiel, wenn wir jetzt in München stehen würden, was unsere Base ist, wie eingangs erwähnt, könntet ihr natürlich diese Waren auch statt in euer Flugzeug in eure Base liefern lassen und von dort aus dann zum Beispiel auf verschiedene Routen, auf verschiedene Flugzeuge aufteilen, je nachdem. In dem Fall sind wir ja nicht an unserer Base, sondern an irgendeinem Airport in den Pyrenäen. Deswegen können wir auch logischerweise nur in unser Flugzeug laden. Ihr seht hier schon, wie viel Pfund hier reingehen. Man kann hier eine beliebige Zahl eingeben. Ihr seht, was ein Pfund kostet hier, 77,28. Ich klicke jetzt einfach mal auf Max. Dann seht ihr, was dadurch für Kosten entsteht. Hier unten links seht ihr euren Company Cash. Der ist ein bisschen klein und ja, ist ziemlich nicht auf den ersten Blick sichtbar dargestellt. Das wird sicherlich auch nochmal im Update entsprechend schöner dargestellt. Um jetzt nicht auf komplett Volllast zu gehen im Flieger, gehe ich jetzt ein bisschen runter. Ich nehme jetzt 3000 Stück mit. Genau. Gehe jetzt auf Buy. Commodities Purchased, also gekauft. Fertig. So. Das heißt, was wir jetzt gemacht haben ist, wir haben jetzt vor, diese Compact Discs nach Barcelona zu fliegen und da ein bisschen Geld zu verdienen. So viel mal jetzt zu dieser Mechanik. Was wir sonst noch haben, schauen wir noch kurz durch das Programm, ehe wir dann zur Flugplanung gehen. Company Info ist noch ganz interessant. Wenn ihr hier draufklickt auf den Pfeil, öffnen sich ein paar weitere Schaltflächen, um mehr Hintergrundinformationen zu bekommen, was gerade abgeht in eurer Company, was ihr gerade so für Aufgaben habt, was machen die Piloten, wie steht es um die Flugzeuge. Fangen wir mal bei Flugzeugen an, da ist nicht viel zu sehen. Wir haben diesen A320, der eben jetzt hier steht, wie zu sehen. Da ist der Co-Pilot und der Pilot drauf, also aktuell unsere zwei AI-Piloten. Unassignen zum Beispiel. Noch einen Job haben. Naja, auf jeden Fall seht ihr unten, dann könnt ihr Bilder, also ihr seht, wie viel Cargo das Flugzeug hat, ihr seht, wie die aktuelle Konfiguration ist, die könnt ihr hier auch ändern. Will ich jetzt nur an der Base machen, also ihr könnt hier relativ tief eure Flugzeuge verändern und den Status anschauen, auch eben Maintenance, also sprich Service nach diversen Stunden sind hier diverse Checks erforderlich. Ihr könnt jederzeit das Flugzeug natürlich fliegen, da wo es gerade steht, irgendwo hin, Fly this Aircraft, kommt ihr in ein Fenster, wo ihr einfach euren Ziel-Airport eingebt und Base oder wo auch immer und könnt dann da euer Flugzeug hinbewegen. Ihr könnt es aber auch zum Beispiel von dem, wenn ihr das gemacht habt, zeige ich euch auch noch gleich, von dem AI-Piloten machen lassen, der hier schon assigned ist. Ihr könnt aber auch das Flugzeug laden und entladen. Dazu klickt ihr einmal auf Load Cargo. Seht on board hier.
Rechts ist immer das Flugzeug, links ist das Cargo Loading Pad. Rechts sehen wir jetzt die gekauften Compact Discs. Ja, und hier unten haben wir noch Fuel, das ist ganz wichtig. Hier gibt es jetzt nur From Airport. An eurer Base würdet ihr hier noch quasi From Base finden, wenn ihr Fuel einkauft und bei euch in eurem Lager bunkert. Ihr könnt die Base auch erweitern und da relativ viel Sachen speichern. Eben unter anderem auch Sprit. Hier sehe ich jetzt immer die Range, die aktuell mit 21% Sprit im Flugzeug ist. Könnt ihr hier natürlich jetzt auftanken. Entsprechend geht die Range hoch. Und wenn ihr auch mal hier auf die Available Capacity schaut, je mehr ich natürlich eintanke, ja, Kapazität habe ich, weil natürlich mein Flugzeug schwerer wird. Ja, jetzt auch nichts. Ich bin eigentlich soweit ganz glücklich. Theoretisch könnten wir sogar noch mehr einkaufen, weil wir noch relativ viel Space haben. Wir können gleich nochmal auf den Markt schauen. Das können wir dann abschließend nochmal machen. Genau, also das ist so die Geschichte. Jetzt würde ich mal hier Fly this Aircraft self schon mal eintippen, dass ich nach Barcelona fliege. Obwohl ich gerade gar nicht an dem Ort bin. Aber angeblich geht's. Ich habe es auch noch nicht ausprobiert. Wahrscheinlich geht's jetzt gar nicht. Schauen wir mal. Ja, jetzt komme ich wieder in den Cargo Loading Screen, den wir gerade manuell hier unten aufgerufen haben. Genau. Dementsprechend kann man das natürlich, das kommt automatisch, wenn ihr irgendwo hinfliegt, weil ihr natürlich eure Betankung und Beladung checken müsst. Das machen wir jetzt aber gleich. Ich zeige euch nochmal ein paar andere Sachen bei Company Info. Und zwar könnt ihr auch auf die Base gehen. Dann switchen wir hier auf der Karte natürlich nach München. Und hier in diesem Screen zu sehen ist Fuel Depot und Stock Depot. Also was wir hier an Fuel haben, was wir hier an diversen Waren haben. Ihr müsst euch vorstellen, man kann auch später, oder wenn man genug Geld hat, natürlich relativ fix, eine Art Fabrik, eine Factory, eine Herstellung, eine Produktion starten an den Basen. Das heißt, ihr könnt aus zwei einfachen Zutaten, Waren, die ihr wo einkauft, an eurer Base, diese zwei Zutaten craften und was Neues draus machen. Aktuell braucht man diese Sachen, die man daraus machen kann, eigentlich nur für Missionen. Aber in Zukunft sollte auch noch ein weiterer Handel aufgebaut werden. Also das Programm ist ja, wenn man so will, im Early Access. Da kommt sicherlich noch mehr Tiefe dazu. Aber selbst das ist möglich. Wir halten es jetzt erstmal einfach. Wir haben hier nochmal den Reiter Aircraft at Base. Wenn man dann später mehrere Flugzeuge hat, sieht man schön, wo die rumstehen. Base Commodity Stock, Seafood und Frozen Turkeys lagern jetzt bei mir in München. Das ist deswegen hier, nicht weil ich es eingekauft habe, sondern weil das einfach eine angenommene Mission ist. Sobald du die Mission annimmst, befindet sich das, was man dadurch natürlich liefern muss. Ich sage immer Mission, ich meine aber Cargo. Mission speziell haben wir ja nicht, ich meine Cargo Jobs, sorry. Das kriegt man dann natürlich immer direkt geliefert, weil man sehr wohin fliegen muss. Genau, ansonsten, wie gesagt, hier drüben könnt ihr auch noch Kapazität erhöhen. Ja, größere Lager installieren und somit dann, wenn man später mehr Routen fliegt und Sachen zwischenlagert, wenn das alles mal ein Netzwerk wird, kann man das halt relativ groß aufbauen und seine Hubs, die man dann hat, entsprechend aufsetzen. Wie viel man da automatisiert machen will. Man kann natürlich auch immer nur mit einem Flieger von A nach B fliegen und nur eine Base haben und immer wieder da zurückkehren. Man muss das nicht groß machen, man kann es groß machen. Andernfalls haben wir hier noch die Pilots Übersicht. Hier seht ihr meine beiden Piloten, die ich angestellt habe. Die mir meistens, wenn ich dann irgendwo lande, den Flieger zurückfliegen und ich eben dann schon am nächsten Morgen, wenn ich wieder, was weiß ich, on gehe, schon wieder in München bin oder an einem anderen Ort, wo es interessante Aufgaben gibt. Die jeweiligen Piloten müssen übrigens ein Type Rating machen, die können nicht einfach jeden Flieger fliegen. Ihr könnt natürlich verschiedene Piloten trainieren, das kostet ein bisschen Geld, dementsprechend könnt ihr dann euch auch die Piloten so aufstellen, was ihr je nachdem, was ihr machen wollt mit denen. Ihr seht auch dann, ja, wo die gerade sind, gerade machen, die machen gerade nichts, die chillen hier in Pau und ja, könnt dann auch
ein Skillsystem den Piloten zuordnen, beziehungsweise es gibt ein Skillsystem, sagen wir es so, und du kannst hier, je nachdem, wie viel Erfolg die haben, natürlich dann mit der Zeit Punkte vergeben, sollen die schneller Cargo abfertigen oder besonders gut landen oder nur immer bei den Flughafen tanken, wo es am günstigsten ist und so weiter. Also da ist relativ viel möglich. Hier unten sieht man dann auch immer, was der Pilot so gemacht hat. So eine richtige Übersicht, eine Historie seiner Jobs, die er hier so gemacht hat. Ein Jobs, ja. Und so weiter. Also hier könnt ihr relativ tief in den Piloten eintauchen und was da so geht. Ansonsten haben wir hier noch einen ganz normalen Info-Reiter von der Company. Da seht ihr, ihr startet zum Beispiel bei Super Easy bei 60. Missionen habe ich jetzt gar nicht gemacht. Das droppt dann mit der Zeit runter. Also hier diese gelbe Balken. Weil ich einfach keine Mission mache, baue ich auch keine Reputation auf. Andernfalls steigert sich das zum Beispiel bei Cargo hier jetzt schon ganz gut. Da kann man also relativ viel Infos rausziehen, wie man sich so entwickelt. Das Gleiche gibt es natürlich im Finanzbereich auch. Genau, ja, was habe ich für kam rein, was geht raus, was ist der Anteil, hier ist es, sind es die Kosten für meine Base und meinen meine Piloten hier und die Base, also blau und grau. Hat hier genau den Übersicht, was kam rein die letzten 30 Tage, was geht raus. Also finanziell kannst du dich hier auch richtig austoben. Ledger, hier siehst du jede einzelne Ausgabe. Hier haben wir einmal die Spalte Income und Outcome. Für was ist es ausgegeben worden und wer hat es ausgegeben? Zum Beispiel hat hier mein Antonio Foster, AI-Pilot, den Airbus getankt. Wir haben gerade die Disc gekauft. Ja, Personal Info haben wir am Schluss noch. Man hat auch quasi sozusagen in Anführungsstrichen zwei Accounts, also einmal diesen Company Account und man hat einen Private Account, wo man auch privat noch Flugzeuge fliegen kann, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, es gibt zum Beispiel auch, zeige ich euch gleich noch einen Markt für Jobs der virtuellen Airlines, da kann man hier also auch privat sozusagen außerhalb der Company Sachen annehmen und fliegen und Geld verdienen. Personal Fleet habe ich natürlich jetzt nichts, Flight Log, ihr seht, ich habe 20 Stunden jetzt ungefähr in Airhauler oder für Airhauler geflogen. Seht ihr die Landing Rates, wie war die Landung, von wann bis wann, also jegliche Info, die ein vergangener Flug zu bieten hat, ist hier abzurufen. Airports Visited, ich war jetzt an 10 von 36.900 Airports, also ein bisschen was ist noch drin. Wie oft war ich dann an dem jeweiligen Airport? Wann war ich das letzte Mal da? Wäre noch cool, wenn es hier eine Karte gibt. Wir werden es sehen. Achievements gibt es auch noch. Je nachdem, das kommt dann einfach mit der Zeit. Ja, je nachdem, own 100 Bases. Ich denke, dafür braucht man ein bisschen. Um zum Beispiel eine Basis zu eröffnen, musst du mit dem Pilot an diesem Flughafen sein. Und es dauert real-time 3 Tage. Man muss teilweise Materialien dahin fliegen. Also es ist ein ordentlicher Batzen an Arbeit, der einem da geboten wird, wenn man da Bock drauf hat. Genau. Dann also Virtual Airlines, lasse ich jetzt mal aus. Da könnt ihr euch dann austoben ich zeige euch das mal kurz. Jegliche virtuelle Airline anschließen, selber eine gründen, Jobs und Piloten dafür anbieten und suchen und so weiter und so fort. Ihr könnt aber auch einfach einer bestehenden Airline beitreten. Hier seht ihr, da gibt es einen Haufen virtuelle Airlines. Das ist also nochmal ein extra Kapitel. Da könnt ihr dann auch dafür fliegen und Jobs annehmen und so weiter. Das skippe ich jetzt aber mal. Market noch ganz interessant. Buy Aircraft. Wir können also entweder ein neues Flugzeug kaufen oder leasen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich würde gerne den zweiten Airbus fliegen, seht ihr das hier? Ich sehe genau, ich kann mir das ordnen lassen, wie viel Cargo geht rein. Wie viele Passagiere gehen rein und. Was kostet der Airbus? Zum Beispiel 38 Millionen jetzt, wenn ich ihn kaufen würde. Oder leasen. Zahlung leisten und dann im Monat, glaube ich. Was waren es? Weiß es gar nicht. Oder war das hoch? Oder war das monatlich? Kann es euch gar nicht sagen. Ich habe noch keins geleased. Auf jeden Fall ist es deutlich günstiger. Logischerweise.
Dann können wir Hire Crew, also wir können hier uns auch genau anschauen, was gibt es für Piloten auf dem Markt. Jordan Morgan zum Beispiel mit einer ATPL für folgende Type-Ratings zugelassen. Seht ihr hier rechts, könnt ihr auch schon mal vorselektieren, was habt ihr für Flugzeuge und was für Piloten wollt ihr denn an Bord bekommen. Das gleiche natürlich nochmal für Aircraft Sales, also sprich hier könnt ihr auf der ganzen Welt gebrauchte Flugzeuge kaufen. Da müsst ihr natürlich hinfliegen, die könnt ihr nicht einfach kaufen und, oder ihr schickt euren AI-Piloten hin, das könnt ihr natürlich auch machen. Und wenn ich hier jetzt mal nach einem A320 schaue, das sind jetzt gerade vier im Angebot, die gehen so bei 25 Millionen los. Allerdings steht jetzt der hier, wo ist denn der in Phoenix. Also um nach Phoenix zu fliegen, das wird ein bisschen dauern. Komme ich auch im Prinzip gar nicht in einem Flug hin mit meinem A320. Müsste ich jetzt hier irgendwie so eine kleine Tour einplanen. Aber auf jeden Fall eine interessante Aufgabe mit mehreren Cargo-Routen zum Beispiel nach Südamerika zu springen und dann die Maschine abzuholen. Also da kann man relativ coole Aufgaben auch oder Szenarien selber kreieren. Genau. Und ihr könnt natürlich auch einen Kredit bei der Bank aufnehmen. Das findet ihr unter Loans and Banking. Da könnt ihr einen Kredit aufnehmen. Hier jetzt bis 10 Millionen. Ich weiß gar nicht, was da die Bewertungsgrundlage ist. Aber hier kann man also auch nochmal Geld sich leihen. Beim Management findet ihr ja Aircraft Management. Wenn ihr zum Beispiel jetzt einen Payware-Flieger habt, der hier nicht drin ist, könnt ihr den hier reinladen. Das gleiche geht bei Airport und so weiter. Import Scenery. Habe ich mich allerdings ehrlich gesagt noch nicht damit beschäftigt. Ist auch aktuell bei mir jetzt kein Thema. Optionen noch. Hier findet ihr das Manual. Sehr, sehr umfangreich. Ich glaube, ich muss lügen, ich glaube 20 Seiten oder mehr. Also da findet man zu allem das Wichtigste. Das kommt man relativ schnell auch selber rein. Es schaut am Anfang ein bisschen viel aus, aber eigentlich ist es selbsterklärend. Ja, das mal so für den ersten Überblick. Ich wollte euch noch gerade die Missionen zeigen, und zwar, wenn ihr hier auf Cargo Ops geht, World Jobs BBS klickt, seht ihr die kompletten Jobs weltweit auch online. Das ist ein Online-Markt, wo jede virtuelle Airline oder wer auch immer was einstellen kann, seht ihr hier, lädt hier auch jetzt relativ lang und da sind natürlich richtig viele Jobs zu sehen. Die gehen natürlich bei weitem nicht alle da los, wo ihr gerade seid. Da müsst ihr natürlich vorher euch den Job, könnt ihr es hier natürlich erstmal ja, filtern, zum Beispiel in Europa, oder ihr könnt euch das nach Distanz von Flughafen XY anzeigen lassen und. Ihr müsst halt dann teilweise einfach hinfliegen, um ja, die Jobs natürlich dann annehmen zu können. Man ist immer so ein bisschen auf der Reise auch und kann nicht einfach nur wegkonsumieren, sondern muss auch ein bisschen sich mit seiner Routenplanung und so weiter auseinandersetzen. Also sehr komplex. Man kann es super komplex gestalten, noch viel komplexer, als ich euch das jetzt gerade wahrscheinlich erzählt habe. Aber ich glaube, als Einstiegshilfe ist es genau richtig und dann kann jeder selber seinen Weg und seinen Style da entdecken. Ja, ich würde sagen, wir starten jetzt mal in den Flugsimulator und schauen uns das Ganze hier an. Wir gehen auf die Info und auf die Fleet, klicken Airbus an und sagen Fly this Aircraft. LEDL, das war's. So, Sprit haben wir gerade schon gecheckt, sind wir locker in der Range, Compact Discs sind an Bord. Klicke ich auf OK. Was? Was ist der denn hier? Okay. Warum auch immer jetzt irgendein Download sich öffnet, ich weiß es nicht, habe ich noch nie gehabt. Jo, ihr seht hier die Route, ihr müsst hier nicht groß rumplanen, das könnt ihr alles in Simbrief oder im Simulator machen. Ihr könnt natürlich hier euch VORs und Waypoints anzeigen lassen und die dann einfügen, aber ihr müsst nicht. Ihr könnt auch die Cruising Altitude theoretisch so lassen, wie ihr wollt oder auch verändern. Ja, und dann klicke ich auf Accept Route and Fly.
Dann springt hier unser Fenster auf und der hässliche Piepton erscheint. Der ist dafür da, um uns zu erinnern, dass wir den Flugsimulator starten. Das ist sehr nett von Airholler. Und das läuft natürlich schon. Hier seht ihr jetzt noch ganz wichtig, das ist ein ganz wichtiges Fenster, eure Beladung. Dort in Kilo und Pfund und natürlich auch in Joule. Also wir merken uns 1400 Kilo und 4600 Kilo Sprit sollen wir mitnehmen. Das machen wir jetzt auch gleich. Genau. Dementsprechend jumpen wir rüber in Flugsimulator. Kleinen Moment, ich nehme euch einmal schnell rüber. Hässliche Piepen geht gleich weg, wenn wir im Cockpit sitzen. Ja, jetzt planen wir den Flug gerade. Wir sind hier schon in LFBP. Eigentlich nur hier runter. Also, wir klicken die Ankunft an. IFR 29, wie gesagt. Schauen wir uns noch gerade die Runways an. Hier sind wir mit Wind 218. Da will, was haben wir denn hier? Sorry. Quatsch. Oh, das ist natürlich ein kleiner Umweg, den will ich gerne vermeiden. Genau, und fünf. Kommen wir mit dem letzten Punkt Carves. 3, 4, 5. Hier muss nichts sein, aber das können wir dann auch manuell dann schaut doch hoch, ein bisschen zu weit weg, das schaut doch ganz gut aus hier, 500, ja. Nehmen wir den oder nehmen wir den ersten, den Puma, ja, der schaut gut aus und dann werde ich hier das S mir wahrscheinlich sparen. Mal gucken, der ATC wird wahrscheinlich wieder irgendeinen Quatsch sagen. Jetzt kommen wir zum wichtigsten Punkt, Leute, und zwar zur Beladung. Die ist ganz wichtig. Wir müssen natürlich, und das ist aktuell, das ist jetzt wirklich wichtig, das ist aktuell noch nicht möglich, dass Airhauler dem Flugsimulator direkt sagt, welche Gewichte und welche Beladungen wir haben. Das müssen wir aktuell noch selber machen, das soll aber in Zukunft natürlich dann auch automatisch übertragen werden. Ich switche einmal rüber zu Kilo und wenn wir uns nochmal in den Sinn rufen, wir brauchen 4600 Kilo Fuel und 1,4 Payload. Dann kann ich hier einstellen, ihr seht natürlich hier unten den Sprit. 3, dann machen wir noch. Ach Gott, die guten alten Numlock-Tasten funktionieren irgendwie beim Flight Simulator nicht. Die hier auch nicht. Schreibt er mir irgendwas rein? Okay, dann machen wir es mal über den Tank hier. Macht er das? 3 und Payload haben wir gesagt. Hier, da sind wir also dementsprechend relativ leer. Gar nichts, 1,8, 1,4. Also, ob jetzt 50 Kilo hin oder her, ist jetzt nicht so tragisch. Wenn ihr 50 Kilo mehr Payload habt und 10 Kilo mehr Sprit, Airhauler wird euch die Mission trotzdem annehmen lassen am Schluss. Ja, also es ist, der Flieger ist jetzt genauso beladen, wie wir es wollen, sagen wir zu 95%. Hier sind wir auch in Balance sozusagen und dann geht es auch schon
los. Live-Wetter ist drin, alle Spieler. Der Server schaut sehr gut heute aus mit 14 Millisekunden. Dann gehen wir auf den Flugplatz. Let's go. Ich erlöse euch gleich von dem nervigen Piepen. Die Musik lache ich jetzt, glaube ich, auch schon aus. Ich gerade mal auf aus und hier klicke ich jetzt einmal auf OK in diesem Airhauler Fenster, wo ihr die Beladung gesehen habt. Zack. Ich zeige euch das auch noch mal ganz kurz. Schaut dann so aus. Ihr habt dann natürlich eure Current Position, wo ihr gerade seid. Ihr habt hier eigentlich nicht viel zu. Ja, ihr könnt hier nicht sehen. Seht ihr das? Ich mit drüber genommen? Normal, ja. Ja, war schon drüben. Genau, also ihr seht hier, dass der Sim connected ist. Ihr seht, wie gesagt, eure Map. Ihr seht auch die anderen Airhauler-Piloten. 74 sind es jetzt aktuell online. Das sind alle Simulatoren. Es ist nicht nur der Flight Simulator. Ihr seht zwar relativ oft den Asobo Schriftzug, aber es gibt auch ja, Tolis hier zum Beispiel. Also ganz klar kein MSFS. Ja, ansonsten In-Flight Message Log, Welcome to your Airhauler Flight, Star Up and Taxi, das kommt dann auch im Flugsimulator. Ja, vordefinierte Pausen setzen. Man könnte auch, solange die Engines nicht an sind, hier nochmal draufklicken. Dann kann man immer noch, wenn man vergessen hat zu tanken etc., das erledigen. Hier dann am Schluss bitte erst draufklicken. Wir wollen nichts finishen. So. Wieder in Simulator. Bin jetzt hier. Genau. Und eigentlich schon unser Startup-Prozedere hier starten und dann gleich loslegen. Das machen wir auch in einer halben Minute. Ich gehe nur ganz kurz auf die Toilette und bin in ein paar Sekunden wieder da. Bis gleich. So, back again. Dann einmal auf die Wingview habt und dann geht's auch schon los. Ja, wir holen uns die External Power. Jetzt schauen wir mal mit dem Sound, ob das hier alles passt, ganz kurz mal. Ganz schön laut hier. Runway 31 climb and maintain 14,000 feet. Departure frequency is
So. United Parcel Service 355 cleared to Barcelona Airport is filed. Takeoff runway 31 climb and maintain 14,000 feet. Departure on 120.3 squawk 5201. United Parcel Service 355, read back correct. Contact ground on 121.755. ADRS ist auf NAV gestellt, die Fuel Pumps sind on. Emergency Exit Lights gehen auf Armed. Wir schalten uns ein Licht ein und machen ein bisschen Temperatur in der Kabine. Wir sind ja ein Cargo-Flug, deswegen hinten gibt es nichts. Die NAV Lights gehen an. Gehen pro forma auch auf an. Dann haben wir eine Freigabe für 14.000 Fuß erhalten. Es gibt übrigens jetzt, das zeige ich euch mal gerade nebenbei, eine Neuerung im A320 Mod. Ich habe jetzt gerade die neueste Dev-Version drauf und zwar könnt ihr jetzt, ich mache das jetzt nicht, aber ich zeige euch mal, wie es gehen würde. Ihr könnt seit vorgestern, glaube ich, Simbrief Flugpläne direkt importieren. Geht ganz einfach, geht auf MCDU-Menü, das ist dann schon das, falls ihr da jetzt irgendwie anders seid, einfach hier einmal draufklicken. Könnt hier verschiedene Sachen einstellen im Menü, zum Beispiel wie lange auch das Alignen dauert, ob das Instant ist, Fast oder Realtime und so weiter. Andernfalls müsstet ihr einmal auf ATSU klicken. Ich schaue gerade nur, wo man irgendwo konnte man seinen Sim-Brief-Namen noch hinterlegen. War das hier? Ja, genau. Ich zeige euch nochmal von vorne, wie man hinkommt. Sorry, MCDU-Menü, Optionen, war schon richtig. AOC. Dann habt ihr hier unten Sim-Brief. Wenn ihr da draufklickt, habt ihr euren Usernamen oder ID. Das ist jetzt neu. Ich habe heute früh ein Update gemacht. Das gab es gestern noch nicht. Vielleicht ist das eine Sicherheitsbarriere, dass nicht jeder einfach dem anderen seinen Namen nimmt und da irgendwas durcheinander bringt. Das müsst ihr hier einmal hinterlegen. Und an den Flugplan kommt ihr wie folgt. Ihr seid wieder im Menü. Ausgangsvariante wie hier. ATSU. AOC-Menü. Init. Press. Und dann würdet ihr hier draufklicken. Auf Init Data Rack. Und in dem Moment zieht er sich die Daten von Simbrief. Das kann er natürlich jetzt nicht, weil wir den Flug nicht in Simbrief geplant haben. Aber dann hättet ihr hier genau eure ganzen Daten drin. Ihr müsst ein bisschen aufpassen in Verbindung mit Airhauler. Überschreibt ihr euch die, das Fuel on Board und den Payload, weil das natürlich in Simbrief eine andere Werte ist, wenn ihr das nicht vorher auf Airhauler-Daten anpasst. Ihr könnt es aber nochmal ändern. Ich sage es nur dazu, wenn ihr das importiert aus Simbrief, achtet auf den Payload und auf den Fuel. Einfach hier draufklicken. Es gibt dann hier noch eine Page 2, das seht ihr hier oben mit dem Pfeil rüber und dann könnt ihr das übernehmen. In dem Fall brauchen wir es nicht, weil wir es mit dem bordeigenen Mitteln geplant haben. Dementsprechend unsere Departure Runway 31 ist drin. Die haben wir, glaube ich, auch so vom ATC bekommen. Unsere Restrictions und so sind drin. Dann können wir hier eigentlich schon sagen, wir haben heute für den kleinen Flug den Cost Index von 5. Wir haben gesagt, Flight Level ist 290. Die IRS Init Page ist schon bestätigt, weil ich auf Fast bin. Normal würde man hier jetzt auf Align IRS klicken nochmal und bestätigen. Das erübrigt sich aber nach 2 Minuten, weil er einfach schon aligned ist. So, nachdem wir hier unsere Daten ausgefüllt haben, die eben schon drin sind, Init Page 2, ganz wichtig, nicht vergessen, hier einmal rüber, Block Fuel 4.24 ergibt 4.2, ist drin und auf Basis dessen klicke ich einmal hier auf Zero Fuel Weight. Er kalkuliert mir meine Daten. Ich trage sie nur noch ein und bekomme hier meine ganzen Zeiten angezeigt, so wie es auch sein soll. Ja,
Dementsprechend ja, ist hier die MCDU schon mal ganz gut aufgesetzt. Wir werden uns die Performance Page noch mal ganz kurz anschauen. Wir haben einen Flex von 20 Grad, das ist okay. Wir haben eine Außentemperatur von 11 Grad. Ja, dementsprechend die Landebahn. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen unvorbereitet bezüglich Charts, aber die Landebahn ist nicht allzu lang. Und wir sind auch ein bisschen höher, deswegen werde ich jetzt hier auch keinen Flex höher eingeben. Ja, V1, V-Rotate, V2, beziehungsweise man fängt ja immer von oben an, V2. Wir sind super leicht, deswegen die kleine oder geringe Geschwindigkeit hier. Und V1 1 drunter. Flaps ist 1. Wenn ihr jetzt noch den Trim Table habt, dann könntet ihr noch Up oder Down machen. Ich gebe jetzt mal 1 ein. Er kann es auch selber kalkulieren. Ihr müsst hier nichts dahinter eingeben. Ihr könnt es eingeben. Transition Altitude 10.000 Fuß ist natürlich korrekt. Engine Out and Acceleration 1680 und Thrust Reduction auf knapp 2.1. Das ist auch vorgegeben auf Basis der Daten hier des Flughafens. Dementsprechend sind wir in der MCDU soweit mal ready. Als nächstes einmal lokalen Luftdruck einstellen mit der Passe B, kommt ihr da ganz schnell hin. Was ich immer mache ist, ganz ehrlich, ich drehe hier Bildschirme raus, dadurch wird das Bild ein bisschen flüssiger und der Sim läuft einfach einen Tick schmeidiger. Es liegt daran, die normale Airbus-Variante von Asobo zeigt euch links und rechts immer das gleiche. Die Mod lässt den linken und rechten Bereich komplett unabhängig voneinander Daten darstellen in verschiedenen Zoom-Level, hier Wetter, hier Terrain etc. Und das kostet richtig Rechenleistung im Moment, wie zum Beispiel auch bei den großen X-Plane oder Repair-Payware-Fliegern. Wenn ihr die runterdreht, habt ihr auf jeden Fall ein flüssigeres Erlebnis. Ich weiß nicht, ob ihr mehr FPS habt, aber ihr habt auf jeden Fall ein flüssigeres Erlebnis. So, alles klar, dann würde ich sagen, starten wir schon mal die APU. Beacon on, Master Switch on. Kurz warten. Start. Während die APU jetzt hochfährt, machen wir noch mal ein bisschen weiter in der Cockpit Preparation. Wir machen uns hier ein bisschen Licht rein. Also hier einmal den hier, einmal den hier. Dann holen wir uns Graphic, der eher leider nichts. AR, AR und All, der funktioniert leider noch nicht, anschalten to Main trotzdem. Locken die Doors. Unser Predicted Wind Shear geht schon mal auf Auto. Der Wetterradar geht auf WX plus T auf den linken Bildschirm. Mal anschauen, was uns hier erwartet. Ich glaube, relativ unspektakuläres Wetter. So schaut's aus. Light Director on. Restrictions on. Hier eine drin, kann man gleich mal durchchecken. 1,57 oder höher. Werden wir wohl erreichen. Wie weit ist denn das weg? 4 nautische Meilen up the runway. Alles klar, ist gespeichert. Soweit so gut. Dann ich sagen, warten wir mal auf unsere APU. Und dann können wir auch schon loslegen. Cal Brown, United Parcel Service 355, requesting pushback. Er requestet natürlich direkt External Power Off, Parking Brake Off und APU. So, Engine Mode Selector Start. Und wir geben der 2 Sprit. Let's go! Die Anzeige, die ihr jetzt da seht, Tipps, Taxi und Takeoff, kommt natürlich von Airhauler.
Ground United Parcel Service 355 requesting the end of pushback. So. United Parcel Service 355 request to end pushback received. Perfekt, Parkbreak geht rein. Ihr seht, die Routine ist eigentlich gar nicht so schwer, den Airbus hochzufahren in der Mod. Also keine Angst, falls ihr die Mod noch nicht geflogen habt. Legt euch ein YouTube-Video daneben aufs Handy, macht es 5 Mal und dann wisst ihr auch ungefähr, was zu tun ist. Also so viel ist es gar nicht. Vor allem der Kasten hier nimmt euch natürlich der Flugsimulator viel Arbeit ab, wenn ihr den Flug im Menü plant oder auch per Simbrief einladet. Ihr müsst den übrigens nicht in der MCDU, wie ich euch vorhin gezeigt habe, laden. Ihr könnt auch den Simbrief-Flugplan einfach runterladen auf Simbrief und dann im Menü mit dem Flight Simulator einfach laden. Dann habt ihr es auch wieder hier drin. Also ihr seht, es gibt ganz viele Wege, die Simbrief-Flugpläne in den Flugsimulator zu bringen. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum unbedingt Simbrief, das sage ich euch, da sind halt einfach, oft sind die verschiedenen, ich zeige euch das mal hier, sind einfach die SIT und STARS und die verschiedenen Höhen sauberer drin. Und der Flugsimulator, oder beziehungsweise das Flugzeug, der Autopilot, fliegt sauberer ab. Taxi to and hold short runway 31 using taxiway Foxtrot Alpha United Parcel Service 355. So, die 2 ist auf available, die 1 fährt auch hoch. Warum hier immer Toga steht, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist oder ob das tatsächlich so ist. Es würde mich wundern, wenn da immer Toga steht, aber vielleicht wisst ihr da mehr als ich. Könnt ihr ja gerne mal kommentieren. Ja, wir haben einen Stable Engine Start auf beiden. Das heißt, wir setzen unseren Engine Mode hoch, Selector auf Normal. Und die Bleed Air mache ich jetzt einfach an der Stelle schon mal aus, weil ich die APU auch ausmache. Wir Probes auf Auto. Einwerfer auf Taxi. Ja, dann würde ich sagen, als nächstes Spoilers armed, Flaps gehen auf 1, Autobrakes auf Max. Wir schauen einmal kurz aus dem Fenster. Wir müssen dahinter taxien, also nicht allzu weit. Dann machen wir das. Dann können wir eigentlich los. Haben wir sonst alles? Ja, ne? Sonst haben wir alles, da haben wir an alles gedacht. Das schaut alles gut aus. Dementsprechend Parking Brake off. Haben sie jetzt wieder ganz gut hinbekommen, dass der Airbus nicht mehr komplett von allein losrollt, nachdem ja manche Add-ons das machen, wie zum Beispiel der Flight Factor. Ist der... okay. Ah ja, sorry. Taste hier blockiert, deswegen hat er so nach links gelenkt. Meine Rudder Pedals waren hier gerade verspult, weil mein Kabel eine Taste gedrückt hat. Ja, der Airbus rollt normal relativ leicht los von alleine. Also N1 quasi im Leerlauf. Wenn du die Parking Brakes rausnimmst, hat zum Beispiel beim Flight Factor ein X-Plane dazu geführt, dass der direkt alleine losgerollt ist. Wie viele, hey Tim, wie viele Leute bemängelt haben, wäre das jetzt auch hier verbuggt, aber tatsächlich ist es so. Und das war ein bisschen zu krass hier, meiner Meinung nach, bei der Dev-Version, wenn du den 2 Triebwerke anhattest. Und nicht sofort die Parkbremse reingetan hast, bist du schon mit 5-6 Knoten Ground Speed rumgerollt. Dementsprechend ja, haben sie es jetzt wieder ein bisschen rausgenommen. Da muss man jetzt einen ganz, ganz leicht Schub geben. Ich bin jetzt auch schon wieder auf Idle. Und trotz alledem rollen wir weiter. Ja. Also ab geht's zur Startbahn. Cabin Check, TO Config Test, das machen wir gleich.
Ihr seht, er beschleunigt extrem nach wie vor. 15 Knoten, wenn ihr die Zahl hier im Auge behaltet, geht es ganz schnell hoch auf 20. Die meisten Piloten taxieren, glaube ich, so mit 10 bis 15 Knoten. Aber wir haben ja nur CDs hinten drin und keine Passagiere. Ich glaube, da können wir ein bisschen zu schnell taxieren, oder? Ja, Tim, ich dachte schon, meine Ruder sind gerade irgendwie im Stream abgekackt, aber es war zum Glück nur, wenn man Enter drückt, glaube ich, geht die Ruder nach rechts oder so. So. Dann holen wir uns jetzt noch die Clearance vom Tower, kümmern uns noch kurz um die Lichter. Cloud Tower, United Parcel Service 355, ready for IFR Departure, Runway 31. Lights on. Landing lights on. United Parcel Service 355, cleared for takeoff, Runway 31. Okay, Clearance ist da. Dann leinen wir mal ab. Wir haben jetzt eigentlich keine Cabin Crew in dem Sinn. Er will es natürlich trotzdem. Einmal auf All, lässt euch das Cabin-Zeichen erlöschen und dann einmal auf TO-Config und Durchsage kommt. Ja, dann sind wir eigentlich TO-Config ist normal und dann gehen wir Gas und fliegen los Richtung Barcelona. Label and flex. Wir sind so leicht, wir schießen nach oben, unfassbar. Müssen aber auch relativ schnell nach oben. Ja, Flaps 1, sonst wären wir schon im Overspeed drin. Ja, Thrust Climb. Wir sind super leicht, wir schießen hoch mit der Rakete. RP 1 on. Lichter gehen aus. Sind unfassbar leicht, deswegen schießen wir so nach oben. Skyrocking, hä? Das ist das Problem mit der Constriction hier. Die haben 6200 drüber. Aber dadurch, dass wir so leicht sind und so einen geringen Kostindex haben, schießen wir jetzt hier natürlich brutalst nach oben. Wir können das auch ein bisschen abändern. Wir machen das jetzt einfach mal klassisch. Wir müssen nicht so nach oben ballern. Wir senken hier mal die Steig- und Sinkrate. So. Und jetzt sind wir auf dem erträglichen Level. Wenn der natürlich einen Kostindex von 60 hinterlegt hat und keine Ahnung, 30.000 Pfund oder was an Bord hat oder noch mehr, 50.000 Pfund an Bord hat, dann schießen wir bei Weitem nicht so nach oben. Das liegt daran, weil wir jetzt so super leicht sind und so einen ganz, ganz geringen Kostindex gewählt haben.
Da kalkuliert er natürlich andere Steig- und Sinkwerte. So, wir sind durch 10.000 Fuß, das heißt Barrow Reference Standard, Landing Lights off und ich schalte auch die Wing Lights off. Anti-Ice ist on. Wir sind hier schon on the way nach Barcelona und wenn wir uns das anschauen, wir haben jetzt hier eine Distanz von 250 nautischen Meilen. Ich hoffe, bin ich eigentlich zu leise? Kann das mal einer im Chat schreiben? Bin ich zu laut, zu leise? Hört ihr mich gut vom Mikrofon her? Ja, wir haben hier eine vorausgesagte Ankunftszeit von kurz vor 12. Also sprich in gut 40 Minuten. 40 Mal sind wir da. Ich mache jetzt mal den Flugsimulator ein bisschen leiser. Den machen wir später wieder lauter. Genau. Und ihr seht, trotz Streamen mit einem PC-Setup, trotz... na, was läuft alles? Ja, 2K-Aufnahme und so weiter, bin ich hier auf 50 FPS gut mit der Mod. Ja, jetzt haben wir eine 230-Freigabe, die geben wir gleich ein. Managen unsere Climb Rate wieder selber. Ja, und können jetzt hier schön aus dem Fenster schauen, wie wir Richtung Barcelona fliegen. Es wird nicht allzu lang dauern, bis wir wieder den Landeanflug vorbereiten. Wir gucken auf die Map. Wir sind also hier rausgegangen, eine scharfe Linkskurve und sind jetzt schon en route Richtung Pumal. Und spätestens bei Pumal, ich muss mal, also werden wir gleich selber rausfinden, wann wir da den Descent einleiten. Wir müssen vielleicht ein bisschen früher runter, weil ich nicht dieses Zickzack hier fliegen will. Ich möchte direkt von Ding hier zu, von A2 zu Sotil rüber. Aber da zeige ich euch auch gleich, wie ich das kalkuliere, wann wir ungefähr den Descent einleiten. Wenn wir zum Beispiel jetzt hier gucken. Ich zeige euch das mal auf. Wie machen wir das? Ja, ihr seht das ja hier auf der. Soll ich euch die Map daneben legen? Ich lege euch mal die Map daneben. So und so. Wenn man jetzt schaut, Pumal wäre. Wo ist der Pumal? Da, genau. 114 nautische Meilen entfernt. Das sehen wir hier. Und auch hier oben ist der nächste Waypoint zu sehen, Pumal und die Entfernung und auch die Zeit, wann wir den Waypoint erreichen. Dementsprechend ja, können wir hier ungefähr kalkulieren, wann wir da sein werden und wann wir natürlich dann vorausschauend auf die nächsten Waypoints, also die 35 CLE und so weiter, welche Höhen wir da erreicht haben sollen. Das Problem ist beim Microsoft Flight Simulator, ich sage es in jedem Stream wieder, dass das ATC einfach nur von Wegpunkt zu Wegpunkt denkt und teilweise man dann von Flight Level, sagen wir mal rein beispielhaft, wir sind hier bei Pumal auf 250, dann wird man hier zu 35 CLE, was in der Distanz 17 Meilen ausmacht, würde man dann hier teilweise, jetzt hier ja auch schon zu sehen, gibt es dann ganz verrückte Flight Levels, hier von 92 soll ich auf 100 runter in 25 nautische Meilen, das wird relativ sportlich bis nicht möglich sein, oder zumindest komme ich dann in heftigste Overspeeds hinten raus. Dementsprechend, manchmal klappt es gut, manchmal klappt es nicht so gut, ihr seid immer auf der sicheren Seite, das können wir jetzt kurz durchsprechen, während wir hier im Cruise-Modus sind oder im Climb-Modus. Ich mache das immer so, ich nehme mir die Gesamtdistanz, ja, die ist 228 nautische Meilen nach Barcelona. Abhängig ist es natürlich erstmal, wie hoch bin ich. Mein Cruising Altitude ist ja, wenn ihr das vergessen habt, Init Page, Flight Level 290. Da werde ich mich jetzt dann in Kürze befinden. Wir sind ja hier schon
2.1. Das heißt, wenn ich auf Flight Level 92 bin und ich wissen will, wie viel Meilen ich vorher sinken muss, um zum Beispiel meinen letzten Punkt vor der Runway zu erreichen, der dann wäre, wenn ich mich hier nach Barcelona hin zu der FF25 links bzw. Sotil. Wenn ihr diese Höhen euch anschaut, die mir der Flugsimulator da vorgibt, das ist also Final Approach Fix oder FF Final Fix, ist 1.8, das ist, da werde ich dann sinken auf dem Gleitpfad. Ich möchte also wissen, wie viele nautische Meilen vorher muss ich von meiner jetzigen Höhe Open Descent, Open Climb. Ich muss wissen, wie viel ich vorher sinken, den Sinkflug einleiten muss, um von meiner Höhe auf die Wunschhöhe zu kommen. 1.8. Da gibt es entweder, logischerweise, diesen Indikator hier in Form des Pfeils. Das ist der Top of Descent und Top of Climb. Der passt aber leider nicht immer. Zum Beispiel passt der nicht, wenn ihr keine da eingegeben habt am Airport, dann werdet ihr mit dem Direktanflug leider keinen korrekten Top of Descent bekommen. In aller Regel im der Mod passt der schon, aber eben nicht immer, und man kann das selber noch mal ganz gut rückkalkulieren. Die Kalkulation schaut wie folgt aus: Ich ziehe von meinem Flight Level 92, von dem ich dann am Schluss sinken will, die Höhe ab, auf die ich sinken will, also 1.8, sagen wir mal 2.000, der Einfachheit halber. Also sprich, ich muss 27.000 Fuß, also ich muss um ein Flight Level 270 sinken, 92 minus 2.000, auf den ich später sein will, sind 270. Also 270 gilt es zu vernichten, 27.000 Fuß. 27.000 Fuß, streicht ihr einfach mal die 3 Nuller weg rechts, bleibt 27 als Zahl stehen. Ja, 27 mal 3 ist 81 plus 10 nautische Meilen. Zeige ich euch gleich warum. Das sind 91. Ja, ihr nehmt also die letzten drei, rechtesten drei Zahlen weg von eurem Flight Level, kommt dann auf 81 oder erstmal 27 mal 3 ist 81. 81 nautische Meilen. Was ist hier für ein Wind? Okay. Plus 10 deswegen, weil ich ab 10.000 Fuß auf unter 250 Knoten komme und dadurch kurzzeitig die, das Flugzeug sich gerade ausrichten wird, um quasi Geschwindigkeit abzubauen. Ich kann nicht durchgehend sinken. Ich muss kurz Speed abbauen. Und deswegen plus 10 nautische Meilen. Das heißt, rein über den Daumen gepeilt jetzt mal, brauche ich 91 Meilen, um von Flight Level 290 auf 2000 Fuß im Final Fix zu sinken. So, jetzt kommen noch diverse Faktoren hinzu. Die 10 Meilen haben wir schon drauf gerechnet, die wir brauchen, um auf 250 Fuß und noch langsamer zu kommen. Aber ihr seht jetzt zum Beispiel, aktuell haben wir auch einen Rückenwind. Man sieht es ja auch relativ schaukelig, die ganze Nummer gerade. Dementsprechend würde ich jetzt mal ungefähr über den Daumen gepeilt 100 nautische Meilen vorher den Sinkflug einkalkulieren. In meiner Flugplanung müsste ich dann aber auch das, das und das mitfliegen. Ich will aber nicht dieses blöde U hier fliegen, auch wenn es korrekt ist. Ich will im Prinzip direkt hier rüber. Also fange ich noch ein bisschen weiter vorne an, weil das sind ja auch jetzt sicherlich, wenn wir das mal addieren, das könnt ihr auch nachschauen. Also wir können das mal schnell selber ausrechnen. Wir haben die A2, das sind 10 zu CLE. BL433 sind 18, also dann ist die Strecke 18, sind sagen wir mal 20, dann sind das hier nochmal 20, sind 40, plus die 10 sind 50, und das sind nochmal, also 55 Meilen werden wir gar nicht fliegen. Das heißt, hi, besser, servus, grüß dich. Das heißt, um die Idee noch ganz kurz auszuführen, wir ziehen einfach diese 50 Meilen von der Distanz hier ab, also sind wir jetzt schon 140 dran.
Und dementsprechend müssen wir einfach ein bisschen vorher sinken. Das machen wir gleich. Also in 40 Meilen. Das heißt, wenn hier 140, 135 steht, werde ich einen Sinkflug einleiten. Habe einfach jetzt gerade das hier rausgerechnet und kann dann schön hier reinkommen. Soweit die Theorie. Wie es dann kommt, sehen wir gleich. Hey, Bester, was schreibst du? Kannst du mal ein 747-Tutorial machen? Ich verstehe nicht, wann ich sinken muss. Jein. Ich bin, um ehrlich zu sein, seitdem ich im Flugsimulator bin, noch nicht einmal mit der 747 geflogen. Nicht einmal. Ich bin auch davor im X-Plane nicht oft Boeing geflogen, wenn dann die 757. Aber wenn es mal soweit ist, wäre ich bin eigentlich ein Airbus-Only-Pilot, wenn man das so sagen will. Ich bin im X-Plane den Flight Factor und den A330 geflogen. 747, ich weiß auf jeden Fall, war es immer so, dass bei der 757 oder allgemein bei Boeing, die meiner Meinung nach den Sinkflug automatisch einleiten können. Der Airbus muss immer manuell in den Sinkflugmodus fixiert werden, sozusagen, eingestellt werden. Die Boeing kann das automatisch, wenn aber da müssen aber ein paar Parameter richtig eingestellt sein, sonst klappt das nicht. Aber wenn ich da mal dran bin, Bester, mache ich das gerne, natürlich. Aber da muss ich dir ganz ehrlich sagen, Stand heute bin ich nicht so wirklich drin in dem ganzen Thema. Aber ich werde mich drum kümmern, sobald ich mal Zeit finde. Aber ich bin tatsächlich auch noch nicht die Boeing geflogen. Ich werde das echt mal ausprobieren. Ich bin gar nicht so ein 747-Fan. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich bin lieber auf der Airbus-Seite. Ich weiß gar nicht warum. Aber ich muss auch trotz alledem sagen, die 757 finde ich eines der schönsten Flugzeuge überhaupt. Freue mich jetzt erstmal nächstes Jahr auf die A220, die wir bekommen, hoffentlich. Aber ja, wir werden auf jeden Fall mehr Varianz reinbringen in Zukunft. So, ihr seht, das geht alles schneller als wir denken, als uns lieb ist. Er will jetzt schon hier die Destination-Daten von Barcelona haben. Die geben wir jetzt auch gleich gemeinsam ein. Dafür gehen wir auf unsere schöne AllSat-Homepage. Das muss ich schnell am Handy machen. Ich sehe den Chat gerade nicht, aber ich glaube, es passiert auch nichts. Dann gebe ich einfach bei Google ein Meta, L-E-B-L. Und dann kommen wir auch schon auf unsere allmetsat.com Seite, die ungefähr jedes Meter anbietet, das wir brauchen. Wir gehen auf Performance, Next und sind hier in dem Q&H von 10.22. Das ist auch ganz wichtig, dass ihr die Seiten hier ausfüllt, weil nur so wird die ganze Kalkulation von den Approach Speeds und auch von den Top of Descent Bereichen und alles, was zum Landeanflug quasi gehört, richtig kalkuliert. Wir haben 14 Grad und wir haben einen Wind 300 Variable mit 10. Transition Altitude ist 10.000. Irgendwer den 9999. Ich gebe es zu, ich habe die Decision High bzw. Minimal Decision High nicht nachgeschaut. Ich mache Decision High 400. Da ist nicht so viel verkehrt, glaube ich. So, Bester, was schreibst du denn hier? Meine freie Kamera im Cockpit funktioniert mir nicht mehr richtig komisch. Ja, da kann ich dir sagen, warum das so ist. Nach dem letzten Update hat die Pfeiltasten, mit denen du die Kamerabewegung steuerst, komischerweise per Default weggebindet. Die musst du dir einfach neu binden. In den Einstellungen unter Tastatur suchst du dir Cockpit, Kamera, vor, zurück, hoch, runter, links, rechts. Und ich habe zum Beispiel Alt Ground und Pfeiltaste hoch, runter, für hoch, runter und dann normal die Pfeiltasten. Das ist komischerweise immer wieder bei einem Update passiert das vom Flight Simulator, dass es irgendwelche Belegungen wegbindet, warum auch immer. Ich kann es euch nicht sagen. So, jetzt schaue ich mir trotzdem nochmal ganz kurz hier die Höhen an, die mir die Star hier vorgibt. Und zwar
Wir sind hier auf Flight Level 107. 85. Passt, das geht smooth. 63, 63, 63, 63. Und hier haben wir 23. Ich bezweifle, dass wir. Ich denke mal, wenn wir hier die Freigabe kriegen würden, auf Sotil 2,3 zu sinken, dann sind das 20 Meilen in 20 Meilen 4000 Fuß abzubauen, ist immer so eine Sache. Da, ja, kann gehen, ja, klappt schon wahrscheinlich, aber man kommt schon immer sehr im Highspeed-Modus an. Jetzt muss man wirklich sagen, also nicht wundern. Lieber einen Tick vorher sinken und dann mit der Sinkrate manuell den Sinkflug ein bisschen abbremsen. Sonst kommt ihr immer so super Highspeed-mäßig rein. Dann müsst ihr die ganze Zeit die Airbrakes, die Spoilers, die Speedbrakes ausfahren und dann womöglich noch mit Speedbrakes landen. Deswegen, ich würde jetzt mal bei 140 Meilen oder 100, sagen wir 138, gehe ich jetzt mal auf die 2000. Wir machen jetzt einen manuellen Anflug. Dann stelle hier jetzt mal die 2000 ein. Ist es bei dir auch so, dass die Simulationsrate bei 8-fach Geschwindigkeit buggt? Ganz ehrlich, ich weiß nicht mal, wie man die Simulationsrate einstellt, weil ich grundsätzlich Realtime fliege. Ich wüsste jetzt nicht. Ich weiß, dass es in X-Plane, beziehungsweise in X-Plane ging es gar nicht so hoch. Im FSX konnte man die immer exorbitant hoch einstellen. Ah ja. Schau mal, Descent. Jetzt, wo ich Initiate Descent klicken wollte, kriegt er mich auch runter. Das ist ja schon mal löblich, dass es ganz gut auf die Kalkulation von uns passt. Ich habe jetzt hier nach unten geklickt. Ich mache einen Open Descent, weil ich ja nicht den Managed fliege. Ich fliege ja nicht den Kurs, der hier eingegeben ist, sondern ich werde dann später abweichen. Bester, natürlich die Simulationsrate auf 8-fach muss der so viel rechnen, dass es sicherlich dann buggt. Ja, ich würde mal nicht mehr wie 4-fach machen, wenn du jetzt irgendwie über den Atlantik fliegst nach New York oder so. Oder lässt es über Nacht laufen und landest in der Früh, keine Ahnung. Wichtig ist noch zu wissen, wir sehen jetzt hier, wir sinken mit fast 4000 Fuß die Minute. Ich greife jetzt hier mal ein und setze es ein bisschen höher. Natürlich nicht höher, sondern niedriger, auf 2,5. Es ist ja auch immer die Frage bei unserer Kalkulation gerade eben, wann wir anfangen zu sinken, hängt natürlich auch damit zusammen, mit was für einem Profil wir sinken, also sprich wie viel Grad wir einstellen. Da gibt es 2, 3 und 4 oder 5 Grad Profile, mit denen wir sinken. In der Regel sinken wir mit 3 Grad. Man kann sich dann die Sinkrate auch ausrechnen, weil es natürlich eben, wenn ich schneller sinke, muss ich natürlich nicht so früh anfangen, oder wenn ich langsamer sinke, muss ich natürlich früher anfangen. In der Regel ist so ein 3 Grad Profil auf 2300 Fuß ungefähr. Deswegen sinke ich jetzt hier mit 2500 Fuß. Ich behalte immer jetzt meine Abstände im Auge hier zu den nächsten Points. Zum Beispiel hier sehen wir zum nächsten Punkt 35 CLE sind 17 Meilen. Danach haben wir noch einen. Also wir haben insgesamt die die 17 und 25, wir kommen auf 35, auf gute 40 Meilen, damit so auf 10.000 Fuß zu sinken, das schaffen wir locker. Wenn ihr hier eine moderate Sinkrate einstellt, kommt ihr nicht so krass in den Overspeed. Ihr seht natürlich, oder logischerweise, wenn ich jetzt schneller sink, baut sich hier mehr Speed auf. Und das ist dann ein Rattenschwanz, weil bei 10.000 Fuß müsst ihr diesen Speed wieder abbauen, müsst dementsprechend lange geradeaus fliegen und könnt nicht weiter unbedingt sinken. Also lieber gleich dosiert sinken und dann möglichst gleichmäßig durch die Transition Altitude kommen, anstatt Vollgas runter zu brennen und dann alles versuchen, möglichst krass abzubremsen. Das ist zumindest meine Erfahrung. Man kann nicht mehr als vierfache Geschwindigkeit anstellen, ansonsten hüpft das Flugzeug so. Ja, ja, klar, weil der Wind und die Böen und alles natürlich auch vierfach, achtfach simuliert werden. Und dementsprechend, hey René, moin, moin, servus. Natürlich dementsprechend mit achtfacher Simulationsrate
gibt es natürlich auch achtfach Böen und das alles zu kalkulieren und dann auch so darzustellen, wie es sich dann darstellen würde, ist dementsprechend, ja, wie du selber sagst, sehr unruhig und das Flugzeug scheint dann zu hüpfen. Das kann ich mir gut vorstellen. So, ja, schauen wir auf die Map ganz kurz. Ja. Ihr werdet sehen, das macht er jetzt so lange, bis ich wieder zum nächsten Punkt fliege. Da müssen wir einfach noch ein bisschen warten, bis der ATC hier das als Gesamtstrecke sieht und weiß, ich muss von hier hin. Und teilweise sind die Punkte einfach viel zu nah zusammen. Ich soll jetzt hier bis dem Punkt, soll ich jetzt auf 2000 irgendwas, also 20.000 Fuß sein und hier dann auf 10.000 runter in 17 Meilen. Das erscheint mir sehr extrem, deswegen beachte ich den ATC jetzt nicht. Wir haben jetzt bis Punkt, was ist das hier? 0807. Heißt der wirklich so? Eigentlich heißt der ja A2, ne? Normal sollte hier jetzt eigentlich A2 stehen, weil der nächste Punkt A2 heißt. Hier steht jetzt 0807 auf 148 Grad. Das stimmt ja auch. Naja, wir sind on course, das passt. Wir haben hier noch 21 Meilen, dann geht es hier noch ein bisschen weiter. Schickt uns runter. Nee. Eckert immer noch. Na egal, okay. Schaut alles ganz gut aus. Wir können den Kurs entweder immer noch fliegen, wenn wir zu hoch sind. Ich schätze mal, wir kommen hier ziemlich genau bei unserem kalkulierten Descent raus, den auch der Airbus hier selber kalkuliert hat. Die erste Sinkanweisung war ja auch exakt da, wo wir klicken wollten. Also wir sind da sehr gut unterwegs. Allerdings hier von 6,3, ihr seht es schon, auf 2 in, naja, was werden das sein? 10 Meilen, das muss jetzt nicht unbedingt sein, weil dann kommt man super schnell an der Runway an. Und das soll es ja auch nicht sein. Übrigens habe ich die. Ja. Machen wir gleich. Übrigens habe ich auch die Barcelona-Szenerie mir gestern Abend noch geholt aus dem Marktplatz. Da bin ich mal gespannt, wie die läuft. Rein performance-technisch und auch wie das Ganze jetzt ausschaut. Sollte eigentlich der Approach über die Stadt sein. Der Flughafen ist hier, die Stadt ist hier. Ja, da kommen wir schön drüber. Ich werde jetzt bis CLE fliegen und dann werde ich mehr oder weniger manuell mir die Vektoren selber geben. Also was auf gut Deutsch heißt, ich stelle das Heading mit der Hand ein. Ich könnte auch über die MCDU, über DIR, direkt nach Sotil fliegen. Da gibt es aber auch ein Problem im Flight Simulator. Und zwar ist das Problem, wenn ihr jetzt einen Direct fliegt und ihr kommt an Sotil an. Wenn ihr dann bei Sotil ankommt, will er auf einmal wieder zurück zum nächsten Punkt, den er übersprungen hat. Wenn ihr nicht vorher auf Approach klickt. Wenn ihr vorher auf Approach klickt und ihr einen ILS oder keine Ahnung, ANAV oder was auch immer Approach fliegt, wird er ab dem Punkt dann auf den Approach wechseln, vorausgesetzt ihr fliegt an einem Punkt, der in der Nähe von der Runway natürlich ist. Wenn ihr das nicht macht, fliegt ihr einfach wieder zurück und macht den alten Kurs wieder weiter, was ich extrem nervig finde, weil wenn ich Punkte überspringe, müsste er die automatisch hier rauslöschen, aber die Logik ist eine andere. Ja, ihr seht, 10.000 Fuß, wir nähern uns. Jetzt gucken wir mal gleich, was passiert. Wir schalten schon mal die Landing Lights an. Und gehen hier auf lokalen Luftdruck. Und in dem Moment ist der Speed hier nach unten gesprungen. Leider macht er das nur, wenn man hier den Standardluftdruck rausnimmt. Was er jetzt nämlich macht, ist, dass er den Speed abbaut.
was ja auch richtig ist, unter 10.000 Fuß wollen wir nicht schneller, dürfen wir nicht schneller als 250 Knoten fliegen. Allerdings müsste ich ihn jetzt hier wieder in den Manage-Modus versetzen, sonst überschreibt meine von Hand erstellte Sinkrate natürlich jetzt den Speed. Sobald ich ihn hier auf Managed stelle, seht ihr, zum einen haben wir eine Altitude Restriction, die von hier kommt. Zum anderen fliegen wir jetzt gerade geradeaus, um einfach Speed abzubauen. Das ist auch alles okay so. Wir sind auch auf den richtigen Höhen. Mache ich gerade mal den Sound vom Flugsimulator wieder lauter. Wenn ihr mich nicht mehr hört, schreibt es bitte im Chat, weil ich höre selber so super wenig durch die Engines. Kann ja einer mal gerade Feedback geben, ob ich jetzt im Moment gerade zu laut oder zu leise bin. Dann kann ich noch reagieren, bevor er nichts mehr hört. Los geht es, fröhliche Cloud Surfen. Wenn ihr jetzt nicht auf... Passt alles. Danke René fürs Feedback. Super. Danke dir. Wenn ihr jetzt nicht weiter auf der Altitude Restriction fliegen wollt, 8500, Speed to zero knots, das halten wir ein. Das machen wir selber. Jede Möglichkeit ausnutzen, Speed abzubauen, wenn man gerade fliegt. Und jetzt gehen wir auch schon auf die 2000 hier. Wenn ihr nicht weiter auf die Restriction fliegen wollt, einmal nach unten klicken, sprich Schalter rausziehen, dann geht ihr in den Open Descent. Jetzt können wir eigentlich auch schon manuell die Approach Phase aktivieren. Zack und zack, dann können wir den Speed wieder managen, weil er ja selber nach unten geht. Wir werden jetzt eine kleine Linkskurve fliegen und dann eine Rechtskurve, weil ich meine, wir sind hier ein bisschen zu schnell. Er fliegt jetzt, oder wir fliegen halt das, was er hier vorgegeben hat. Dann haben wir ein bisschen mehr Ruhe und können uns, fliegen wir doch das. Wir könnten jetzt hier manuell die Headings selber wählen und zum Beispiel so fliegen. Aber wir schauen uns jetzt einfach Barcelona an und fliegen das ab. Was sind das? 10 Minuten länger Flug. Wir gehen jetzt hier mal auf die 6.3 runter. Jetzt will er wieder steigen, weil ich... Können wir nicht machen mit Manage, sonst steigt er wieder. Lass mal Open Descent. Wir nutzen jetzt hier die Wegstrecke, um auf 6.300 zu kommen. Und fahren dann die Flaps, beziehungsweise die Slats aus. Flap Retract 131, Slat Retract 163, Clean 177. Das ist der Speed hier. Ab da sind wir clean, die Flaps auf 1 zu setzen. Das dauert aber jetzt einen kleinen Moment. Hier sehen wir schon Barcelona. Sehr schön zu sehen. Erzähle ich euch einen Quatsch? Das ist doch Barcelona, oder? Oder ist es erst weiter unten? Ich glaube, es ist tatsächlich erst weiter unten. Ja, es ist hier die Bucht, die so rausgeht. Dann könnten wir theoretisch doch abkürzen. Es ist doch noch relativ weit. Dann müssen wir uns jetzt hier gar nicht anhalten. Dann machen wir die Geschichte mit den Vektoren. Wir gehen auf 2000 runter. Ich dachte, wir sind näher dran. Aber dann müssen wir das hier gar nicht machen. Wir gehen auf 2000 und geben uns Vektor selber. 50 minus 90 Grad sind 160 circa. 50, so.
Wichtigste ist wirklich, dass ihr den Speed abbaut und am besten ohne die Speed Brakes. Speed Brakes sind auch übrigens relativ verwirrend. Es sind nämlich eigentlich nicht dazu da, unbedingt viel Speed abzubauen, sondern die sind eigentlich dazu da, schnell Höhe abzubauen. Um dann eben noch mehr Zeit zu haben, geradeaus zu fliegen. Um dann wiederum Speed abzubauen. So. Wir deployen jetzt mal die Speed Brakes, weil wir runter wollen. So, wir haben hier einmal die Sink Rate im Auge. Die geht deutlich nach unten, aber ihr seht, der Speed ändert sich nicht so heftig. Wir versuchen jetzt bis auf die Linie hier schon mal gut Speed Höhe zu verlieren. Ja, hier hinten ist Barcelona. Wie bei jedem Payware Airport geht in der Mod komischerweise das Landing System nicht. Ich weiß nicht warum. Ihr schaut mal hier unten links hin. Ihr seht, Moment, hier seht ihr es, wenn ich klicke. Es kommt ganz kurz und dann geht es wieder weg. Keine Ahnung, warum das so ist. Es ist nur bei dem Payware Airport so. Kann mir nicht erklären, warum das so ist, aber meistens funktioniert es dann trotzdem. So. Wir drehen langsam wieder nach rechts. Jetzt gebe ich einen Direct ein nach Sotil, einfach nur um managed weiterfliegen zu können. Sotil. Zack. Bitte. Hier haben wir Sotil, 11 Meilen, 4000. Wir müssen auf 2 runter. Speed Brakes ziehen wir jetzt mal voll rein. Wir müssen hier runter. Schaut ein bisschen verwirrend aus, weil er wie gesagt nicht die alte Wegstrecke löscht. Das ist ein bisschen nervig. Ja, klar. Klasse ATC. Aber ATC kann man aktuell noch außen vor lassen. So richtig Richtung Sotil. Naja, er fliegt erst hier rüber wahrscheinlich. Es ist auch ein bisschen komisch. Ich glaube, wenn ich jetzt nochmal direkt drücke, fliegt er direkt hin. Ja. Jetzt sind wir direkt drin. Wenn ihr das vorher macht und ein bisschen geradeaus fliegt, dann ist die Linie quasi auf dem Punkt, wo ihr gedrückt habt. So, 2000, Speed Brakes können wieder raus. Wir sind jetzt weit genug unten. Sorry für die hektische Kameraführung gerade. Ja, und sind jetzt kurz vor Sotil auf 2000 Feet. Das passt auch soweit ganz gut. Ich glaube sogar, wir sollten eigentlich ein 2-3 sein, da hinten dann 1-8. Wir kommen auf 2000 jetzt rein, wir können jetzt noch genug Speed abbauen, ohne dass wir jetzt hier einen Sturzflug machen müssen. Wir kommen hier ganz smooth rein. Und geben jetzt dann gleich Flaps 1. Gehen wir gleich auf 1.8 vom Final Fix. Der Final Fix sagt mir 1.8. Final Approach Fix ist 1.8. Könnt ihr auch auf den Charts nachlesen. Landing System ist eigentlich an. Wie gesagt, wir sehen leider nichts. Es ist bei allen Payware Airports so. Ich weiß nicht, warum das so ist. Wir können jetzt hier auch schon auf Approach. Lightslot Blue Lock Blue. Passt, jetzt fahren wir gleich die Flaps aus. Und zwar jetzt. Und spätestens bei FF
5. Werden wir runtergehen. Wir könnten es allerdings auch manuell fliegen. So. Oh ja, was macht er jetzt? Nice. Jetzt macht er genau das, was er nicht machen soll, und zwar einfach nach hinten fliegen. Ich übernehme direkt das Steuer. Das hatte ich schon öfter. Es liegt an den Directs. Es war genau das Problem, was ich gerade eben besprochen habe. Er fliegt einfach manuell nach hinten wieder auf den Wegpunkt, den wir überschritten haben. Ich hatte es schon, dass er über die Approach-Taste, wie ich es gesagt habe, dann auf die Landebahn fliegt, aber da das Landesystem hier nicht funktioniert, ja, macht das auch natürlich nicht. Egal, wir fliegen es komplett manuell. Wir geben Flaps 2, Gear Down, Auto Brake Medium, den nochmal an. So. Wir haben natürlich jetzt auch keine Indikatoren für unsere Lightslope-Diamanten hier. Wir können uns jetzt rein auf die Papi-Lights nur konzentrieren, aber ich denke, das kriegen wir hin. So, passt, Speed ist da, Flap 3. Und wir sind eigentlich jetzt schon ein bisschen unterhalb des Final Approach Fix. Ihr seht, wir sollen hier 1,8 sein, wir sind jetzt schon 1,5. Papi-Lights sind relativ viel rot, das macht aber nichts. Wir können hier noch, wir haben noch alle Zeit der Welt. Es ist leider beim Payware Airport in Kombination mit Directs in der MCDU haben wir oft das Problem, dass er wieder abdreht und den letzten Punkt einfangen will. Auf der anderen Seite sage ich doch, manuell fliegen macht doch eh mehr Spaß. Wenn ihr einen Basics Airport, ihr könnt in meinem letzten Stream nachschauen, wenn du einen nicht Payware Airport anfliegst, hast du das Problem nicht. Wenn wir das Direct uns gespart hätten, wenn wir den Kurs stur abgeflogen hätten, wie wir es geplant hatten, dann hätte es auch nicht das Problem gegeben. Dann wäre das alles auch schön auf den Gleitschlaub gegangen, aber ihr habt selber gesehen, er hat abgedreht. So, Flaps voll. Ein bisschen hier den Gleitpfad einfangen. Den imaginären. Boilers Arm, das passt. Den Speed aufnehmen, damit wir jetzt nicht durchsacken. Dann sollten uns die Papi jetzt gleich auch das Richtige anzeigen. Außer die Papis gehen nicht. Das habe ich auch schon bei ein paar Airports gehabt. Zum Beispiel beim Just Sim, was war das, Düsseldorf oder so, da sind die Papis total broken. So, jetzt schon mal auf die Papis, jetzt können wir ein bisschen nach unten. Passt. Minimum. Continue. Richtig krasser Crosswind hier. Drückt mich richtig nach links. Thank you.
Oh, wenn der Flieger so leicht ist, dann floatet der extrem am Schluss, extrem, extrem. Und extremer Crosswind hier auch. Wenn der Flieger beladen ist mit richtig viel, dann sackt er einfacher durch und lebt richtig an der Runway. Aber jetzt sind wir so super leicht, da relativ flach immer anfliegt mit so leichten Maschinen. Um einfach nicht so lang zu floaten und eine Long Landing zu provozieren. So, jetzt fahren wir noch ans Gate. Nice, ja, ja, das war jetzt nicht so schlecht, aber... Ach komm, er schickt mich ins... Ja klar, er schickt mich ans... Alter, wie soll man da ein Readback machen? Nö, da werden wir jetzt nicht hinfahren, weil hier genug freie Stellplätze sind. Deswegen, auch wenn wir dann keinen Logbucheintrag kriegen, das Logbuch im Flight Sim ist sowieso verbuggt. Mal geht's nicht. Wenn du jetzt dahin fährst, wo er dir sagt, kriegst du natürlich den Logbucheintrag, da klappt es bei mir immer. So. Du musst einfach nur Parkbremse, Lichter aus, External Power und Triebwerke aus. Dann kriegst du eigentlich den Logbucheintrag, aber nur wenn du da stehst, wo dir der Funk sagt. So, wir sind gelandet. Wir können hier zurück ins Air Hauler Menü und da würde ich sagen, da gehen wir jetzt noch gemeinsam hin. Wenn ihr wollt, schauen wir uns danach noch kurz die Szenerie an. Aber dafür würde ich noch mal kurz raustappen, damit wir das Airholler-Thema auch zu Ende behandeln. Moment. Zack und zack und zack. Und dann solltet ihr auch schon den Airholler sehen. Und wir sehen, wir sind jetzt hier in Barcelona. Übrigens ein paar Airholler-Flieger sind, zumindest noch einer, der auch hinter mir gerade gelandet ist. Ja, was ihr jetzt machen müsst, ist natürlich das Cargo wieder ausladen. Dann kriegt ihr einmal hier drauf. Das dann, Overland Transport Available to LFBP. Hatte ich auch noch nie. Overland Transport, okay. Also wir unloaden jetzt hier mal die... Nee, Quatsch, sorry, das ist ja gar keine... Wir haben ja nur Ware dabei. Ha, wir brauchen es gar nicht ausladen. Wenn ihr jetzt eine Cargo-Tour gemacht hättet, könntet ihr jetzt hier auf Unload klicken und dann wäre das Ganze ready. Wir müssen das ja verkaufen. Genau, es ist ja gar kein Cargo-Job. Also klicken wir auf OK und Finish Flight Monitor. Jetzt sehen wir gleich noch ein paar Results. Ja, ja. Ja. So, Flight Performance. Landing was smooth. Wir sind 42 Minuten geflogen. Minus 137, Landing Rate ist okay, okay. So, jetzt sind wir hier in Barcelona. Airbus ist in Barcelona geparkt. Was wir jetzt wieder machen, einmal auf die... Oh ja. Einmal... Hallo? Irgendein Speicherplatz? Ich habe 32 GB, als wenn der Airhauler so viel Gigabyte bräuchte. Naja. Mach's mal kurz zu, warte mal. Wo? Oh. Dann machen wir den wieder auf. Wir wollen ja noch unsere Sachen verkaufen. Übersprungene Frames erkannt.
Habt ihr Ruckler im Bild gehabt? Kann natürlich sein, dass ich mit meinen Grafik-Settings ein bisschen too much weiß für den Stream. Ja, wir gehen auf die World Map. Wie gehabt, sind natürlich in Barcelona. Gehen jetzt hier links wieder auf die Commodity Stocks, also unsere Ware. Hier wieder Cargo, Packs und Comedy und natürlich Missions. Hier sehen wir jetzt sogar eine Mission, die ab Barcelona starten würde. Die könnten wir jetzt theoretisch auch annehmen. In dem Fall gehen wir auf Comedy, Commodity oder ich sage einfach Waren, wie auch immer. Jetzt ist hier das Sell nicht mehr ausgegraut, weil wir natürlich Ware an Bord haben. Wir gehen auf Sell, wählen. Ah, sorry, ihr müsst natürlich die richtige Ware anwählen. Sorry, man ist immer automatisch ganz oben. Ihr müsst natürlich die Ware anwählen, um die es geht. So, jetzt Sell. Sell from, logischerweise vom Airbus. Wir wollen alles verkaufen, maximal. Sell, 315.000 kriegen wir. Zack, zack. Jetzt haben wir unsere quasi selbst auferlegte Mission sozusagen abgeschlossen. Und wir sehen hier unten jetzt 6,3 Millionen. Man kann das natürlich auch hier jetzt nachprüfen. Huch. Ledger. Hier haben wir unseren Plus. Wir haben in LFBP für Compact Discs 250.000 Euro ausgegeben und haben sie hier für 320 verkauft. Sind quasi Reingewinn von 70.000, abzüglich der Landing Fee, den wir in Barcelona aufbringen müssen, die ziemlich hoch ist für 5.000. Unser Kollege hier ist einfach auch mal mitgeflogen, alles klar. Es bleiben uns 70.000 netto übrig. Und damit können wir jetzt in My Office gehen, wieder auf die Map klicken zum Beispiel, befinden uns in Label, sagen Missionen, klicken da mal drauf und können jetzt von hier aus sagen, I need someone to take 13.000 of blah 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 emergency supplies to LTFE, was Bodrum Milas ist. Das ist wohl irgendwo da am Bodrum Schwarzes Meer oder so. Kriegen allerdings 148.000. Ihr seht, ja, das ist das Doppelte von dem. Wir haben jetzt einen halb leeren Flieger hier rüber geflogen. Wenn du jetzt dir von, ich sag mal, Barcelona nach, wo es gute Waren gibt zu verkaufen, einen Flieger volllädst, kriegst du natürlich mehr Geld raus als dieses Ding hier. Allerdings steigt halt dann auch nicht deine Missionsreputation. Ja, kann ich übrigens auch die Jobs ausblenden, wenn einem das zu viel ist und nur die Missionen einblenden. Ihr seht, Bodrum ist, habe ich jetzt verkackt, ist natürlich Ägäis. Sorry, das hier unten. Also die Mission könnten wir jetzt fliegen, vielleicht mache ich das als nächstes. Von hier aus könnten wir uns jetzt aber auch überlegen, welche Ware wir einkaufen und zurück nach München fliegen. Oder wir schauen uns die Cargo-Jobs an in München, in Barcelona. Drawn die Jobs und sehen, out of Barcelona gibt es zwei Jobs nach HLGD oder nach EGKO. Da seht ihr, was ihr verdient. Quantity 86.000 Pfund, haben wir gar nicht Platz im Airbus, die fällt schon mal raus. Dementsprechend könnten wir nur den Tee liefern, aber für 160 oder 170.000, fast 1000 nautische Meilen zu fliegen in der Region, wo relativ wenig sonst zu bieten hat. Wenn ich da Bock habe, mal hinzufliegen, kann ich das natürlich machen. Ich könnte jetzt aber einfach auch sagen, ich kaufe hier was und verkaufe es irgendwo hier in Holland, Deutschland oder England zum Beispiel oder Frankreich, wo ich mehr dafür kriege und wo ich natürlich dann auch mehr Cargo oder sonstige Missionen oder Jobs kriege, zum Beispiel in Paris oder in London Heathrow oder wo man auch immer will. Ja, das ist so der Overview gewesen über Airhauler. Ich zeige euch jetzt noch mal kurz die... Ich habe hier ständig übersprungene Frames, Mann. Was ist denn hier los heute? Sollte ich eine geringere Bitrate... Aber habt ihr einen ruckligen Stream oder hattet ihr jetzt ein smoothes Bild? Was war eure Experience im Stream? Meint ihr? Schauen wir uns noch schnell ein bisschen Barcelona an, würde ich sagen, gemeinsam. Falls ihr Bock habt, es zu kaufen, könnt ihr euch jetzt hier ein schönes Bild machen. Aber mich würde mal interessieren, ob es bei euch laggt, weil... Weil das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Ja, also ich muss sagen... Die Szenerie ist wirklich sehr nice.
Und auch ganz ehrlich, meine persönliche Meinung ist, wenn man jetzt 16 Euro ausgibt für Barcelona, das echt ein riesen Airport ist, plus Landmarks und die ganze Stadt mit dabei ist, und ich mir dann, no offense, ist Just Sim Heraklion anschaue, was auch 16 Euro kostet, wo nicht mal Scheiben sind, wo man reinschauen kann, und schaut euch mal hier innen die Terminals an. Da muss Just Sim noch mal ein bisschen aufholen. Oder auch andere Entwickler, muss jetzt nicht Just Sim sein, aber für 16 Euro finde ich diesen Airport hier schon echt genial gemacht. Und wenn man schon mal in Barcelona war, dann kommt es auch sehr, sehr nahe an die Realität. Man kann hier richtig durchschauen und sieht hinten die Szenerie, was natürlich jetzt bei anderen Entwicklern bei Weitem nicht der Fall ist. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das haben sie schon echt schön gemacht. 16 Euro kann man da nicht viel sagen. Und natürlich ist Barcelona, das muss man auch dazu sagen, Photogrammetry, also komplett foto gescannte Stadt. Dementsprechend schaut das schon sehr, sehr nice aus. Das zeige ich euch jetzt auch noch schnell. Da cruisen wir noch schnell hin. Ansonsten können wir auch im nächsten Stream, wenn es irgendwelche anderen Wünsche gibt, auf die eingehen. Könnt ihr einfach drunter schreiben. Wenn ihr weiter Airhauler-Missionen fliegen wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ihr Fragen zum Programm oder zum Airbus habt. Jetzt gibt es natürlich erstmal eine YouTube-Werbung. Ja, deine Blätter. Könnt ihr euch natürlich gerne melden, und wir können auf jegliche weiteren Fragen eingehen. Also ihr seht schon, für 16 Euro habe ich schon schlechtere Sachen bekommen. Gamasutra, Servus. Er lädt natürlich jetzt hier die Photogrammetry in 2K und streamen und Mucke und keine Ahnung. Hier müssen wir mal einen kleinen Moment geben, um hier überhaupt die Stadt zu erstellen, aber ich mal ein paar Highlights hier drüben. Shit, ruckelt das, Alter. Viel stürzt bei dir sehr oft vor der Landung ab. Wow, Alter, ruckelt das. Das ist echt im Stream mit 2K, vielleicht nur mit einem PC, und ich habe mit 1080 Ti, kommt das Ding hier schon an seine Grenzen. Aber ihr seht, 16 Euro für so eine fette Stadt mit so einem riesen Airport, das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, Gamma Sutra, keine Ahnung, ganz ehrlich. Also wahrscheinlich hast du deine Grafik-Settings. Mein erster Tipp ist, Grafik-Settings runter. Vielleicht hast du einfach ein Memory voll, dass dein Speicher voll läuft. Ich weiß es nicht. Stell mal deine Settings nach unten, dass dein PC nicht an sein Limit kommt. Das ist halt bei jedem immer unterschiedlich, je nachdem, was du für eine Grafikkarte und wie viel Arbeitsspeicher du hast, kann sich das natürlich so und so darstellen. Das kommt immer auf ganz individuelle Parameter drauf an. Das kann man ganz schlecht pauschal sagen. Also Grafik-Settings runter. Wahrscheinlich passiert es eher beim Airbus oder bei der Boeing, oder? Anstatt bei kleineren Fliegern. Auch geil hier. Die Iberia-Halle. Airbus, ja, Airbus, das dachte ich mir schon. Der braucht halt super viel Power. Entsprechend, wenn du deinen PC ganz so nice ist, kann es schon mal passieren, dass er dir abschmiert. Wolf Settings fährst. Aber mein Stream ist jetzt auf meinem Handy. 16 GB RAM, RTX 2070. Super, okay, ja.
Es kann an so viel liegen, ey. Aber meistens kriegst du halt einen absoluten Overload im Anflug mit einem komplexen Flieger auf komplexen Szenerien, sodass du dann natürlich die maximale Stress für deine CPU und GPU provozierst. Und wenn das dann zu viel Stress ist, dann gibt es vielleicht, wenn du im schlimmsten Fall noch einen Overclock drin hast, einen Crash to Desktop. Das kommt öfters vor. Aber wenn du es zumindest nicht mit jedem Flieger hast, dann kann ich schon mal ausschließen, dass es jetzt grundsätzlich am Programm liegt, dann liegt es wahrscheinlich eher am Airbus, weil der mit Mod und so einfach einen Overload gibt. Ja, Freunde. In diesem Video, würde ich sagen, haben wir mal einen kleinen Airhauler-Flight gemacht. Ich hoffe, es hat jetzt nicht geruckelt, obwohl ich ein paar übersprungene Frames angeblich habe. Gar nicht wo. Komischerweise, ja. Naja. Ja, du kannst dir mal meine Einstellungen anschauen. Ich zeige sie euch nochmal, wenn sie dich interessieren, kannst du hier rausziehen. Ich habe jetzt ein bisschen was verändert nochmal. Bin bei Gruppe-Filterung oft bei 8-fach gewesen, jetzt bin ich wieder bei 16. Dafür sind meine Bäume auf Mittel statt hoch gewandert. Textursynthese war bei mir jetzt immer auf hoch, ist jetzt auf Ultra. Spiegelungen und Sonnenstrahlen auch, aber da kann jeder gucken, was er macht. Der wichtigsten Settings, stellt das einfach mal auf niedrig. Ah, und ich kriege jetzt hier mit Streamen trotzdem fast 60 FPS. Gut, mein Airbus ist aus, sobald die Maschine läuft, wird es auch wieder ein bisschen weniger, aber zumindest habe ich jetzt hier so am Airport FPS. Sobald ich hier rüberfahre in die Stadt und natürlich nur mit 10 Meter über den Häusern rum gleite hier mit der Drohne, wird es natürlich wieder weniger. Vor allem ist es natürlich auch noch serverabhängig. Wenn man guckt, der ist jetzt hier bei 14 Millisekunden, also der ist oder 20. Ja, das war's erstmal, hätte ich gesagt. Da hat doch einer ein Abo rausgehauen gerade. Warum sind meine Alerts da nicht angesprungen? Und zwar der Air One Fighter. Danke für dein Abo. Ja, in diesem Sinne verspreche ich bezüglich übersprungener Frames beim nächsten Mal Verbesserungen. Ich kann mir jetzt gerade nicht erklären, warum das hier geleckt hat. Andernfalls sage ich schon mal herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen zu Airhauler habt, meldet euch bei mir. Schreibt es in die Kommentare des Videos. Und ja, schönen Sonntag euch. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank. Und happy flights, happy landing. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal. Macht's gut und